JFT, just fair and direct. Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen in den Äther, liebe Teilnehmer des heutigen JFD Live Charting Webinars zum Thema Clusteranalyse. Ich grüße euch ganz herzlich. Sehe gerade, die Hottentotten in dem Norden sind schon dabei. Der liebe Bernd auch, den werde ich gleich mal dazu schalten für alle Teilnehmer der heutigen erlauchten Runde, die sozusagen erstmalig dabei sind. Das ist sozusagen das dynamische Duo des Tages. Und ich will doch mal gucken, ob Bernd sein Mic schon eingeschaltet hat. Grüße Bernd in den Norden aus dem sonnigen Süden. Guten Morgen, Chris. Grüße in die Runde und ebenfalls sonnige Grüße. Alles wunderbar. Ach, schön alles warm wunderbar. Ist es mittlerweile. Das gefällt einem. Da geht es dem Bernd gut, auf der Terrasse sitzend und wohlweislich um diese Zeit ein Tässchen Tee schlürfend und hier das Webinar abhaltend. Sehr, sehr vernünftig. Bernd, freut mich an der Stelle, dass du wieder dabei bist. Bin mal gespannt, was du uns sozusagen heute da, sozusagen auch aus dem Kästchen der Clusteranalyse mitgebracht hast. Wir wollen dann so gleich mal durchstarten. Die gute Stunde ist ja schon angebrochen und freue mich, dass ihr dabei seid. Freue mich, dass Bernd auch zugegen ist. Als Duo ist es dann doch immer wieder ganz angenehm, obgleich das natürlich bei uns immer auch mal wechselt. Also es ist nicht immer so, dass wir das dynamisch zweisam durchziehen, aber heute ist es an der Zeit, das mal wieder zu tun. So, die Frage vielleicht, die Teilnehmer nehmen noch ein Stück weit Platz im Auditorium. Wer von euch ist denn heute das erste Mal dabei? Ich sehe auch gerade, der André grüßt gerade mit einem Hallo in den Äther. Ich sehe auch einige Kandidaten aus früheren Webinaren, aber wer das erste Mal dabei ist, einfach mal laut geben. Und ansonsten gehen wir gleich mal direkt in die Live-Charts, weil heute wollen wir heute mal schauen, welche Cluster sich bieten. Und an der Stelle auch der Risikohinweis, klarerweise Leute, wenn ihr handelt, dann sind das natürlich keine Empfehlungen unsererseits, sondern unser eigenes Risiko, unser eigenes Ansinnen, subjektiv hoch drei sozusagen. Und was ihr macht, das könnt nur ihr selbst entscheiden. Deswegen nehmt das niemals als Handelsempfehlung auf, was wir hier tun. Und insofern vorlocken wir doch gleich mal zur Charttechnik. Ich will auch hoffen, ein jeder von euch ist schon bei dem Broker, der es mit euch gut meint, wenn es um Marktausführung geht. Also sozusagen hier neben Trading, was ja unser Fokus ist, natürlich auch Aktien ein Thema sind, die hier ja bei uns in dem Cluster-Webinar ein Stück weit im Fokus stehen. Eine richtig schöne Steilvorlage in Sachen Cluster. Bernd, das hast du heute Morgen wahrscheinlich auch gesehen, war ja sozusagen oder ist ja mein Check zum Aussie beziehungsweise Euro-Austral-Dollar, weil hier natürlich zwei Komponenten zusammenlaufen, Saisonalität und Widerstand. Das ist natürlich immer ganz spannend, wenn man so ein Cross am Ende des Tages hat, also so eine Möglichkeit im Rahmen einer Cluster-Gegebenheit. Und wenn das gegeben ist, in dem Fall eben Widerstand und Saisonalität, schaut euch dazu das Devisenradar-Video von heute Morgen gern an. Da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, weil, wie gesagt, das Ganze schon thematisiert wurde. Wenn ja, ihr übrigens wünscht, Bernd? Naja, nochmal zum Aussie. Zum Euro, Australien, nein, das sind Cluster. Man hat schon mal zwei Komponenten auf seiner Seite, einmal einen Widerstand und dann noch die Saisonalität. Und dann muss man da ganz stumpf mit dem CRV arbeiten und die Chance einfach nutzen. Die Chance ist da und deswegen sucht man genau solche Cluster, wo sich eine Chance ergibt. Und dann muss man das Risiko abwägen und dann hat man eine Chance. Das hätte ich mal fast nicht besser sagen können, Bernd Boy. Und hier vielleicht noch als kleine Anekdote zu dem, was Bernd gerade sagt. Wie gesagt, der Rainbow ist, das ist ja auch eine Art Clusteranalyse, die wir hier durchführen. Wenn wir den Chart nach Rainbow-Manier scannen und durchleuchten und beziehungsweise je nach Zeitebene, in dem Fall tagesschart-technisch sehen, ob wir in einem Trend sind, ohne jetzt Trendlinien zu zählen oder Markttechnik zu benutzen oder Dow-How-Theorie oder was auch immer, ist es natürlich auch eine Cluster-Affinität, den Rainbow als Trend Unterstützung und Visualisierung zu nutzen. Nur in dem Fall haben wir nicht wirklich einen Trend, sondern ein Seitwärtsgeschiebe. Aber wie Bernd schon sagt, wir haben hier eine Saisonalitätskomponente und hier aus dem Forex Bull heraus direkt eben den Trigger. Wir können auch nachher sicherlich noch den ein oder anderen Seasonex Chart zeigen, wo das Anlageuniversum noch ein Stück weiter ist. Aber in dem Fall haben wir halt wirklich ein krasses Pattern, was natürlich nicht heißt, Leute, dass der Markt jetzt hier nach unten absäbelt. Ne? Das ist ganz klar. Ich meine, je nach Dollarlage oder auch nach Wirtschaftsdaten, und da kommen ja heute, da kommen morgen diverse Inflationsdaten, die können schon für reichlich Volatilität sorgen und natürlich auch dafür sorgen, dass hier gerade beim Aussie
das Widerstandslevel aufgebohrt wird. Aber insofern geht es ja genau darum, dass wir solche Dinge aufzeigen und neben dem, dass wir jetzt hier an der Stelle ein Präzedenzfall als Beispiel haben im Rahmen eben einer Cluster-Analyse und einer Cluster-Vorgehensweise. Und da will ich vielleicht noch eine kleine Ergänzung machen, die ihr jetzt hier erfahrt, weil das war nämlich nicht Bestandteil des Devisenradars. Und apropos Devisen, da geht es dann morgen, ich sag mal, im großen Thema beim Devisenradar-Webinar ab 11 Uhr drum. Könntest du auch hier wieder euch anmelden. Wissen erlangen Webinare, da gibt es dann morgen eben nochmal die breite Kelle rund um Devisen. Deswegen will ich mich jetzt nur noch im Rahmen des Clusters hier mal beim Ossi aufhalten und euch dann eben auch nochmal zeigen, dass man neben Saisonalität und eben der Chart-Action, und das hatte ich tatsächlich, muss zugeben, bei der Voranalyse zum Radar habe ich die Fibos eingezeichnet, beim Radar habe ich sie dann schlichtweg weggelassen. Ich habe einfach nicht mehr daran gedacht, die Fibos einzuzeichnen, aber schaut euch das doch mal an. Der Abwärtsimpuls, bevor die wochenlange Seitwärtsbewegung anfing, hat sozusagen hier eine Widerstandsebene gefunden und was ein Zufall, das ist genau das 38er Fibo-Level. Und das eben gleich mehrfach. Und man muss sagen, es fehlt so ein Stück weit der Drive. Nach dieser scharfen Abverkaufsbewegung ist es legitim, dass wenn wir nochmal einen schönen dynamischen Auftrieb sehen wollen, dass der Preis auch eine Zeit lang seitwärts fährt, um eben Schwung zu holen. Aber wir sehen hier ganz klar, dass da der Deckel drauf ist. Und das erlaubt eben zweierlei Optionen. Entweder der Deckel bleibt drauf und der Markt sinkt nach unten durch. Oder aber, und das darf man nie vergessen, deswegen in dem Fall, da lässt auch wieder der Riss-Disclaimer grüßen, in dem Fall auch hier das entsprechende Stop-Loss-Level. Denn wenn der Preis hier sich rausbohrt, Leute, dann kann es ganz schnell in Richtung 0,69, 0,70 gehen. Und da will man nicht short sein. Das muss man an der Stelle ganz klar unterstreichen und auch nochmal angesprochen wissen, Leute, dass man hier dann auf jeden Fall schnell Reis ausnimmt mit seiner Position und hier nicht drin ist, bleibt und dann drauf hofft, meine Güte, da könnte ja hier irgendwo noch drehen. Das ist absolute Desaster. Insofern, Leute, gebt es da Obacht. So, jetzt wollen wir im Cluster-Webinar ein Stück weit voranschreiten und hier den Markt ein Stück weit sondieren. Und da möchte ich euch erstmal mit den Index-Charts abholen. US kommen wir gleich dazu, weil ich denke mal, jedem von euch brennt es doch auf der Seele, den DAX mal ein Stück weit anzuschauen. Bernd, wie ist es bei dir? Bist du nicht auch DAX-Fan? Ja? Absolut, den schaue ich mir morgens um 5 schon als erstes an. Ich bin ja mehr im Forex-Markt unterwegs und von daher, DAX ist immer schön, gerade bei den Yen-Pairs, wenn dann Risk-On und Risk-Off ist, wenn Yen stark ist, da schaue ich dann nochmal auf den DAX. Also wenn der Yen richtig stark ist, bedeutet das in der Regel, dass der DAX eher ein bisschen schwächer ist. Und da schaue ich ab und zu mal auf den DAX, aber wirklich handeln tue ich den nicht. Ist ja auch jeder seiner Couleur. Wie gesagt, das ist auch schön, Bernd, da sind wir ja sozusagen in einem Boot. Ja, Forex, Devisenhandel, das ist sozusagen unser Schmäckler. Index-Trading selbst mache ich auch ganz, ganz selten, obgleich natürlich auch Aktienhandel und Besitzer, aber direkt den scharfen DAX-Handel, das obliegt jetzt unseren, sage ich mal, DAX-Trader, da will ich allen voran, den lieben Andreas. Ja, ich wollte gerade sagen, Chris, das überlassen wir lieber unseren Spezialisten, dem Markus Klebe und dem lieben Andreas. Die haben auch ein ganz anderes Gespür für den DAX. Der Andreas weiß zum Beispiel genau, wann er an welchen Stellen ja auch mal gegen den Trend short geht und so weiter. Da braucht man ein Auge für und ein gewisses Gespür und ein Gefühl. Klar, wenn ich mir den ganzen Tag den DAX anschaue, dann bekomme ich das auch hin in 2 Jahren. Aber ja, das ist halt Erfahrung und Wissen und der andere Devisen. Genau, und am Ende bringt es aber auch die Mischung, was man natürlich dann auch nachher beim Seasonal Bull Verein, da sind nämlich auch durchaus Devisentrades zulässig, neben reinen Aktientrades oder auch Indexchancen. Aber jetzt gehen wir mal direkt in die Charttechnik. Bernd, wie bist du denn für den Mai gestimmt für den DAX, wenn wir da gleich nochmal fortsetzen dürfen, unsere Ansprache an der Stelle? Ja, sell in May and go away ist ja das alte Sprichwort. Und ich habe mir am Wochenende auch mal ein paar Charts angeschaut und Statistiken und ja, es ist schon ein wenig dran, aber ich sag's mal so, ein wenig auch mit Vorsicht zu genießen. Es ist nicht nur abwärts, sondern auch vielfach seitwärts. Ja, genau. Im Sommer seitwärts, um dann nochmal Richtung September nochmal ein bisschen nach unten zu driften. Ein bisschen ist gut.
Aber da gibt es auch Jahre, wo es genau andersrum aussieht. Gerade wenn man die Dotcom-Blase mal hat. Ja, ist ein bisschen tricky, aber tendenziell, ja, 5 Jahre sieht schon wieder ganz anders aus. Mhm. Ja, leicht abwärts. Also ich denke mal, es ist ja bei vielen so. Also deswegen auch gerade im Monat Mai werden viele, viele Dividenden gezahlt, gerade bei den deutschen Unternehmen. Und dann sagen die Leute, okay, die Dividenden habe ich auf dem Konto. Und jetzt mache ich mir mal, einen schönen Sommerurlaub und verabschiede mich bis Oktober, September. Na, das kann man natürlich machen, wenn man Bernd Moormann heißt und an der Stelle eben beispielsweise, weiß ich, 1.000 Bayer-Aktien hat und dann einfach mal eine Dividende von, ich sag's mal in dem Fall, 2.400 Euro bekommt, ja, macht mal einfach mal einen kleinen Frühlings- oder Sommerurlaub. Das ist natürlich genial, aber da muss man natürlich Bernd Moormann heißen, um dann entsprechend dicke Dividenden abzufassen, ja. Kommen wir gleich noch zu bei der Münchner Rück, denn die hat eine Dividende, ja, die hat eine Dividende von 11,60 Euro gezahlt. Boah, das ist aber echt anständig. Also da hat natürlich auch einen anderen Aktienkurs im Verhältnis zur Dividendenrendite, aber spannend, richtig. 11 Euro pro Aktie, das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Aktie, aber jetzt dürfen wir nicht vom Thema abgleiten. Tatsache ist, mach du erstmal deine Indizes. Genau, schauen wir uns den DAX an. Im Prinzip ja, wie gesagt, das, wie sagt man so ein bisschen, das auf breiter Flur allein umeinander schwenkende Indexvehikel, wohl bemerkt der gepimpte DAX, der hier sozusagen, weil wir gerade von Dividenden sprachen, diese mit einrechnet, was ja die US-Indizes nicht tun. Insofern ist direkt der, ich sag mal, Long-Term-Vergleich immer ein Stück weit hinfällig. Da ist der reine Kursindex besser als der Performance Xetra DAX zum Beispiel. Hier an der Stelle aber das Spannende, dass wir eben echt nur noch unweit des Allzeithochs sind. Und das ist eben tatsächlich etwas, da sind die Amerikaner noch ein ganzes Stück weit hinten. Und das weiß der Andreas natürlich genauer als wir. Aber schaut euch das an, wir sind hier keine 3% vom Allzeithoch weg. Das ist ja wohl einfach mal der Knaller. Wir sind aber auch hier genau an diesem Widerstandslevel gegenwärtig knapp um 16.000 Punkte ein Stück weit festgefahren, hat sich jetzt auch zuletzt hier mit dieser Kerze vom 2.5. haben wir es ein Stück weit nochmal bestätigt, dieses Level. Gestern dann so ein Stück weit schwaches Momentum. Und jetzt siechen wir da so seitwärts hin. Aber es ist natürlich grandios bullisch, das Gebaren, will ich vielmehr sagen. Das ist eine sehr, sehr bullische Ausgangssituation, die man hier definitiv sieht. Und Andreas, wie gesagt, nimmt den DAX neben Markus, wie auch der liebe Bernd gerade sagte, im täglichen Trading Room schon immer in die Beschau. Und hier auch der Hinweis, wir haben dieser Tage bei Webinaren und Events auch ein Special Event zur Bank of England geplant. Da muss ich mal schauen, ob ich mich oder ob wir uns da reinschalten hier. Sehen wir es denn, Leute, das wird euch bestimmt auch gefallen, einfach auch mal als Mehrwert für die, die jetzt das erste Mal dabei sind. Da ist eben der André, da ist der Christoph, da ist die Margit. Also sind einige neue Teilnehmer dabei. Und wenn ihr es noch nicht wisst, wir haben unseren täglichen Trading Room jetzt auch ein Stück weit adaptiert an Live-Events. In dem Fall hier, und das machen wir in den nächsten Monaten noch ein Stück weit populärer, eben zu verschiedenen, ja, buchstäblichen marktentscheidenden Punkten. Am Donnerstag wäre das hier die Bank of England, ansonsten die EZB. Zum Fed-Event haben wir unseren historischen Mittwochs-Event schon längst am Laufen, aber zum Beispiel auch Non-Farm Payrolls oder auch Inflationsdaten, wie sie denn heute oder morgen kommen, sicherlich immer ein Aspekt, um hier auch ein Special zu unserem Trading Room aufzusetzen. Und da, wie gesagt, wird der DAX ja ohnehin beleuchtet. Ich schaue da gern auf das größere Bild. Und das sagt eben momentan, hey, wir haben eine starke Bewegung hingelegt und wir sind natürlich jetzt hier in diesem, ich sag's mal fast schon Dilemma, dessen wird das alles drüber spekuliert, ob wir nun jetzt hier groß abdroppen in Sachen der Weltwirtschaft, insbesondere der westlichen Welt, was das Thema Rezession angeht, sprich auch jetzt gerade das Thema Bankenpanik. Das wird ja alles ein Stück weit weich gekocht. Ich meine, die Credit Suisse wurde grandios gerettet. In Anführungszeichen, da wurden ähnlich wie zur Finanzmarktkrise einfach mal in Anführungszeichen das Vielfache der damaligen Summen reingepumpt, um mit der UBS dann sozusagen die Credit Suisse zu retten. Ähnliches passierte zu Teilen in den USA. Diverse Großbanken von JP Morgan, Goldman Sachs verleibten sich da diverse Subbanken ein. Das ist natürlich auch die Frage, too big to fall. Das heißt, wenn die großen Banken nur noch größer werden, stellt sich natürlich mir die Frage, wie ist das mit Systemrisiken und sollte man nicht hier oder da auch vielleicht mal der Realität ins Auge sehen? Die Tatsache ist aber, die steigenden Zinsen sorgen für Kreditknappheit, sorgen für eine gewisse
ja, ich sag's mal in dem Fall dann auch Abbremsung der Wirtschaft, was ja auch Sinn und Zweck der Zinsanhebungen ist. Und jetzt ist natürlich das Dilemma, dass man aber auch die Inflation in den Griff bekommen muss und hohe Inflation plus gleichzeitig fallendes Wirtschaftswachstum, Rezession, ansteigende Arbeitslosigkeit. Das ist eigentlich ein Cocktail, den will keiner haben. Und das ist natürlich das Thema, wo gespielt wird. Hey Leute, die Leitzinsen sind jetzt schon eigentlich an ihrem Zenit auf ihrem Tableau. Jetzt wird dann irgendwann doch mal das andere, sage ich mal, eingeschlagen, im Gegenteil eben nicht mehr steigen, sondern keine Zinsveränderung, Schrägstrich, vielleicht sogar fallend. Das machen ja die Notenbanken sehr abhängig von den Daten, die jetzt in den nächsten Wochen einströmen. Und das heißt, im Prinzip haben wir keine Kristallkugel und wir können nur erahnen, welche Punkte uns hier am Markt sozusagen helfen werden, um die richtige Richtung zu erwischen. Und hier ist natürlich der Chart, das Nonplusultra für uns Charties. Und ich möchte den DAX jetzt dahingehend auch mal fertig covern, denn wir haben hier einen schönen Unterstützungsbereich auf Cetra-Basis. Das ist das Niveau von 15.678, sehr schön identifizierbar, kann man auch noch ein Stück weit höher setzen, wenn ich hier den direkten einen Hochpunkt allokiere. Das heißt, hier kann man auch schön mit einer Zonen, ja, sage ich mal, Absteckung arbeiten. Das ist der signifikant klar definierbare Unterstützungsbereich, den man hier sicher sehen muss, um am Ende des Tages beim DAX die Long-Seite spielen zu wollen. Soll heißen, ein möglicher Pullback bietet Chancen. Falls der nicht kommt, bleibt oberhalb dessen das Bild einfach mal durchgehend bullisch. Ich sehe gerade, Tim, du schreibst gerade den Link zum Webinar. Meinst du jetzt den Link zum Trading Room vermutlich, oder? Gib mir mal da ein Feedback, ob du das meinst. Dann jage ich den gleich durch den Ether. Ansonsten natürlich auch immer wieder bei uns auf der Webinar-Seite auf der JFD Homepage geschaut, aber ich kann den Direktlink gern reinschicken. Doch bevor ich dich jetzt zuschütte mit irgendwelchen Links, bestätige das doch mal bitte. Apropos Links, schaut euch hier den Seasonal Bull an. Da wird übrigens der Bernd auch gleich drauf eingehen, auf verschiedene Setups, wo wir hier jetzt zum Jahresauftakt in den ersten 4 Monaten den S&P geschlagen haben. Und wir sind guter Dinge, dass wir das weiter tun werden. So, an der Stelle, jetzt gucke ich mal hier. Schicke ich euch gleich mal den Link zum Trading Room, bevor ich jetzt ewig suche. Hole ich den mir hier aus meiner Übersicht raus. Jetzt muss ich das aber selber mal finden, warum man hier den Trading Room da ganz unten hat er sich versteckt. Da noch anmelden, wie gesagt, da gibt es aber demnächst auch eine neue Link-Sequenz. Ja, also das heißt, wir werden den Trading Room eben nochmal grundsätzlich neu aufsetzen. Aber das an der Stelle einfach mal für den nachfragenden Tipp. So, also zum DAX. Widerstandszone relativ klar definiert, 16.010, Unterstützung 15.700 rund oder 678, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Saisonalität gibt uns kurzfristig im Prinzip den Aufwind, weil wir sind in einem bullischen Verlauf, auch die letzten 10 Jahre, Leute, ihr wisst das, das waren die, also ich sag mal gut, jetzt sind wir nach den bullischen 10 Jahren schon rausgewachsen, weil wir ja seit 2022, 21, Ende 21, speziell 2022 einen Korrekturmarkt erlebt haben. Aber grundsätzlich die 10 Jahre davor, Leute, Niedrigzins, Negativzins, Liquidität ohne Ende. Es gab ja nur eine Richtung, Aktien kaufen und wir werden Geld machen. Es sei denn, man war in der Deutschen Bank investiert oder bei bei RWE, da hätte man oder müsste man schon Vorsicht walten lassen. Aber generell sicherlich kein schlechtes Engagement. Wir sehen kurzfristig auf 5 bis 10 Jahre der Mai durchgehend bullisch, bevor dann, wie Bernd schon sagte, zum Sommerbeginn eine Seitwärts-Abwärtsphase eintritt. Und wenn man das größere Bild nimmt, dann hat man eben genau speziell ab Sommer, Juli, August, tatsächlich bis in den Oktober hinein, wenn ich das jetzt mal indexiert mache, sieht man es noch deutlicher, dann tatsächlich diese steilere Abwärtsbewegung, soll einfach heißen, hier sell May and go away, greift tatsächlich mit Blick auf das große Bild, mit Blick auf die letzten 10 Jahre, mit Blick auf die letzten 5 Jahre, verwischt sich ein wenig. Nur wir sehen, dass wir kurzfristig durchaus noch Potenzial haben, bevor unter Umständen sowohl auf kurzfristiger bis auch langfristiger Sicht der Markt möglicherweise in eine Sommerpause übergeht. Auch das heißt nicht, dass es im Sommer neue Allzeithochs geben kann, aber auf den DAX bezogen kann ich mir zweierlei Dinge vorstellen. Das heißt, wenn wir über die 16.000 rausgehen, dann haben wir einen kleinen Bullrun, hängt natürlich jetzt von den Quartalszahlen ab, die
jetzt noch kommen. Bernd sagt auch, die Dividenden-Story ist ein Riesenthema, klarerweise. Jetzt wird viel ausgeschüttet in Deutschland, Europa. In den USA erfolgt das ja auf Quartalsbasis, da ist es ein Stück weit anders. Aber grundsätzlich ist hier ein möglicher Pump da, der den DAX dann hier in Richtung ja 16.200, 16.300 führen könnte, um dann hier möglicherweise in eine große Seitwärtsphase über die Sommermonate überzugehen. Wir haben ja das Cluster-Webinar jeden Monat. Das heißt, nächsten Monat machen wir da nochmal ein Update. Was es hier an der Stelle geben könnte, wäre ein scharfer Pullback eben an diese wichtige Unterstützungszone, um dann eben auch hier den Mai-Verlauf, ja, sag ich mal, versöhnlich mit eben auch einer Attacke in Richtung Allzeithochs anzugehen. Hier oben dann würde ich dann aber dafür plädieren, dass der Markt wahrscheinlich dann eben gerade der DAX aufgrund seiner Überhitzung, / Steilheit, dann eben auch durchaus eine mehrmonatige Seitwärtsphase einschiebt. Und solange das alles eben über 15.000, ich sag's mal, rund 700 Punkten abläuft, ist die Lage durchgehend bullisch. Das ist zum DAX direkt neues Allzeithoch, beziehungsweise direkte Attacke auf die Allzeithochs möglich, wenn wir die 16.000 aufbohren. Ansonsten Pullback jetzt durchaus einplanbar. Hier in dem Bereich würde es, und das ist sozusagen ein Stück weit der Cluster-Effekt, den wir jetzt hier spielen. Wir legen nämlich auch da nochmal die Fibus auf an das letzte Reaktionshoch zum Tief. Xetra DAX, wie wohl bemerkt, ist nicht der 24-Stunden-DAX, den ihr auch bei uns handeln könnt. Aber in dem Fall haben wir jetzt hier sozusagen noch nicht mal das 23,6er Fibo-Level erreicht im Rahmen dieses letzten Aufwärtsimpulses von, ich sag's mal, knapp Mitte März bis jetzt eben hier zum Mai hoch. Und ihr kennt die grundsätzliche Thematik. Je marginaler, je schwächer eine Gegenbewegung ausfällt, desto bullischer der tendenzielle Grundton. Und auf den DAX bezogen heißt das, hey, wir konsolidieren scharf oben seitwärts. Haben wir auch im Übrigen hier zum Jahresauftakt gesehen. Da gab es so eine Art Bullflagge, also bullische Flagge, die wir hier auch damals schon analysiert hatten. Und die fakte nach oben raus und nach unten, um dann praktisch seinen Weg weiter nach oben zu gehen. Also das ist natürlich auch das, wo man sagen muss, Leute, wir können hier nur Wahrscheinlichkeiten abwägen und Fehlsignale, Fakeouts gibt es immer wieder. Insofern kann man jetzt auch nicht geeicht sein, dass der DAX hier zum Beispiel kurz drunter schaut, unter die 15.600 beispielsweise, um dann hier nach oben aufzudrehen. Aber die grundsätzlichen Parameter sind jene, die wir hier sehen. Und da würde ich eben dafür plädieren, dass die 15.700 grob halten muss. Falls sie es nicht tut, dann haben wir vielleicht schon ab Mai dann eine eher schwächere Phase bis in den Juni, Juli, August hinein, sodass wir dann tatsächlich hier den Konsolidierungsakt feiern. Das ist dann natürlich für Swing Trader und für Händler, die auf gewisse, ich sag's mal, Vorzüge achten, wie, und da weiß der liebe Bernd natürlich um die Tatsache, dass ich ein großer Amgen-Fan bin, während des Juli-Verlaufs, die statistisch hier saisonal bedingt immer wieder einen bullischen Run hat, von Mitte Juli bis Ende Juli, auch im Übrigen Quartalszahlen bedingt, aber statistisch ein sehr, sehr interessantes Pattern, was sich zuletzt ein bisschen erlahmte, weil die Statistik auch über 40 Jahre zurückreicht, aber man hat einfach diesen Bias, und da kommen wir dann auch gleich dann mal in Kürze zu den Charts vom lieben Bernd, die denn da eben auf zeigen, was es auf sich haben kann, wenn man gewisse, ich will sagen, Pattern oder auch Saisonalitätseffekte zu nutzen weiß. Also der DAX wirkt bullisch, oberhalb von der 15.700 bleibt es so. Ich will auf das Pendant schauen, eben nicht wirklich synchronisierbar, weil wir eben hier keine Dividenden drin haben. Aber ich mag den S&P, weil es eben der breite Index in den USA ist, der nun wirklich auch das Gros der Big Player vereint. Nasdaq ist natürlich sehr techlastig, Russell ist viel zu groß und der Dow Jones ist für mich im Prinzip so ein bisschen das Krücken in die Vehikel, obgleich als Index schön handelbar. Zur Beschau der generellen Marktlage ist meines Erachtens der S&P viel besser geeignet. Und wir hatten ja hier im April 2022 den Death Cross. Also das ist sozusagen ein Trendfolgesignal, welches schwächer signalisiert, sagt nichts anderes, als dass der kurze EMA den langfristigen EMA, exponentiell Moving Average, sozusagen crossed, ja, 50er und 200. Ihr seht hier oben die Parameter von diesen beiden Linien. Und dieser Death Cross ist auch kein Allheilmittel, aber im Rahmen der Klassenanalyse lässt sich hier feststellen, dass es schon mal ein Zwischenhoch gab, ein tieferes, möglicherweise ein Abwärtstrendabstand. Hier hat der ein oder andere auch schon eine SKS gesehen. Grundsätzlich hat dann aber hier dieser Cross, diese beiden gleitenden Durchschnitte inklusive neuer Mehrmonatstiefs schon signalisiert, hey Leute,
Das Jahr 2022 kann doch etwas, ich will sagen, vielleicht stürmischer oder kritischer werden. Neben dem, dass ja die Leitzinsanhebungen schon anfingen und wenn Geld aus dem Markt gezogen wird, Kreditvergabe restriktiver verläuft etc. etc., dann sind das einfach Warnsignale, die man lesen sollte, wenn man den Markt ein Stück weit betrachtet und auch da eben aktiver handelt. Und hier war sicherlich nicht schlecht auszusteigen, zumal mit diesem Pullback hier grandios vom Sommer letzten Jahres tatsächlich dann auch nochmal so ein Rücklauf erfolgt, obgleich durch die gleitenden Durchschnitte. Aber hier das Niveau 4.300, ein tatsächlich relevantes Level für mögliche Ausbruchsgebaren vom S&P ist. Tatsache, ich sprach gerade vom Death Cross. Und was, upala, was sehen wir jetzt? Ja, da muss ich jetzt nur, ich wollte das Teil kopieren. So, upala. Na, ich kriege die Ellipse jetzt mal kopiert, ansonsten muss ich eine eigene nochmal nehmen. Meine Güte. Duplizieren. Ja, wenn ich so draufklicke, aber ich wollte es gleich mit der Tastatur machen. Das ist mir immer ein bisschen netter. Denn der Chris hat ja einen Finger mal auf der Tastatur zum Abschuss, lieber Bernd. Aber danke, dass du es mir nochmal sagst. Schmutz, ja, schon klar. Ja, da habe ich hier tatsächlich jetzt dieses simple Duplizieren-Fach genommen und oder Möglichkeit. Tatsache ist, hier gab es so ein Stück weit Unklarheit. Was wir aber hatten, ist der Bruch der Trendlinie, ja, der Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch vom S&P. Und das war schon mal signifikant. Ausbruch erfolgt. Dann gab es aber diesen gefährlichen Drop und hier war so ein Stück weit, muss ich auch zugeben, unklar, ob wir jetzt eben schon jetzt diese zunehmende Rezession feiern, beziehungsweise der Markt eben einfach in eine größere Abwärtsspirale übergeht oder ob wir uns hier ein Stück weit ja nach oben etablieren. Und wir sehen jetzt, und das ist jetzt die wenig überraschende Feststellung, wir sehen jetzt das umgekehrte Signal zum Death Cross, das ist nämlich der Golden Cross. Ja, das heißt, hier crosst der kurzfristige den längerfristigen von unten nach oben und das ist per se ein bullisches Signal. Und Leute, das passiert natürlich jetzt nach einem Korrekturverlauf von -27% in der Spitze. Jetzt Abwärtstrendlinie gebrochen, Golden Cross erfolgt und wir notieren hier vor einem wichtigen Widerstandslevel. Und jetzt kann man relativ, ich will nicht sagen simpel, die Märkte sind nicht simpel, das ist natürlich viel zu einfach gesagt. Aber Leute, das ist doch mal mega, was hier gerade im Chart zu sehen ist. Wir haben hier eine ganz klare S&P-Unterstützung, die würde ich sogar hier in dem Fall etwas rausnehmen, diese zwischengeschaltete. Das heißt, hier ist ähnlich wie beim DAX ein Seitwärtsgeschiebe. Wir haben aber ein ganz klares Level bei eben 4.052 Punkten. Da ist auch dann der EMA 50 drüber, darunter knapp die EMA 200. Das ist eine Unterstützungszone, die einfach in den jüngsten Zeiten schon ihre Relevanz bewiesen hat. Und hier oben haben wir ganz klar bei der 4.165 auch ein Level, was ich schon seit Monaten im Kopf habe, weil diese Horizontallinie auch nicht von ungefähr ist. Denn die hatte ihren Ausgangspunkt im Juni 21. Hier starker Supportbereich im Frühjahr des letzten Jahres. Dann gab es den Einbruch, dann direkt kurze Zeit später den Pullback. Hier nochmal so ein Fake-Signal nach dem Motto, wie die Bullen kommen doch zurück, hat aber nicht gelangt. Und dann wurde der Index hier in diesen frischen Handelsjahren 2023, ihr seht es, direkt mehrfach genau an dieser Marke abgewiesen. Das heißt, es könnte gar nicht relevanter sein. Und dieses Level wird uns jetzt einfach auch ein Stück weit den Weg weisen, ob der Index, / die US-Aktien, hier weiter nach oben aufdrehen oder nicht. Die entsprechenden Inflationsdaten, wo eben die Notenbank jetzt in den nächsten Monaten drauf schaut oder vielmehr auch in den nächsten Wochen schon speziell, die werden extrem wichtig sein. Die werden auch die Indizes hin und her schütteln. Tatsache aber hier schöne Triggermarken, also deswegen auch grandioses Webinar heute, denn geht der Index hier per Tagesschluss, insbesondere Wochenschluss über die 4.165 raus, dann ist das luftleerer Raum für eine weitere Performance in Richtung 4.306 Punkten. Ja, das ist von dem Niveau aus dann eben auf den Index bezogen jetzt mal völlig unspektakulär, knappe 3.4%. Aber A, Hebel, B, mit CFD-Einsatz natürlich torpedierbar. Aber es ist natürlich niemals eine Handelsaufforderung oder Empfehlung, was ihr hier tun könnt. Nur wenn der Index erstmal die 4.306 erreicht hat, auch wieder ein Widerstandslevel, dann dürfte es nach einer Seitwärtsphase oder auch Konsolidierung wie beim DAX über den Sommer durchaus dann auch in Richtung der nächsten Widerstandslevel kommen. Und ihr seht hier, wie weit der Index noch weg ist, in Anführungszeichen, zum DAX, zum Allzeithoch. Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich hier, das sind wir sogar zweistellig vom gestrigen Close weg, rund 16, 17% sind wir hier. Oh Gott, ich habe das ein bisschen
läppisch angelegt. Sagen wir mal, rund 16% ist der Index vom Allzeithoch weg und beim DAX sind es nicht mal 3. Das ist einfach ein krasser Unterschied. Nur wenn der S&P eben hier ausbricht, Leute, dann dürfte der DAX ein Stück weit angeschoben werden und wahrscheinlich auch mit raufziehen. Und das ist aber das Level, wo ich euch heute mitgeben will. Im Rahmen der Clusteranalyse achtet auf dieses Widerstandsniveau. Ich denke, gerade für den bullischen Meilen, da schauen wir auch nochmal auf den Index selber, den S&P, wie der sich jetzt hier sozusagen im Mai während der letzten 5 Jahre, ihr seht das, ja, so ein Stück weit Schwäche reinkommen, dann aber nach oben ziehen bis in den Juni hinein, letzten 10 Jahre, auch hier nochmal ähnliches Bild. Wenn wir das ganz große Setup nehmen, dann sieht es eben anders aus. Ja, da sind wir sogar bei 95 Jahre Historie, haben wir hier sozusagen den stärkeren Drop, aber das ist eben, klarerweise Leute, wir können jetzt nicht ins 20. Jahrhundert gehen, irgendwo bei 1930, 1940, ich glaube, ihr gebt es mir recht, da waren die Uhren noch anders getaktet, Schrägstrich, da gab es keine Digitalization. Das ist einfach ein anderes Level. Gab es da schon eine Uhr? Mit Sicherheit. Das Monocle. Ja, das ist natürlich da gab es auch noch keine Uhren im Auge oder digital auf dem Handgelenk klebend mit Herzfrequenz und allen anderen Späßen. Das heißt, das ist natürlich wirklich eine andere Zeit und wie man die vergleichen kann. Aber ihr seht es, der Mai, es zeigt sich einfach auch beim S&P, das kann schon ein bisschen ruppig werden jetzt während der nächsten Monate und es hängt natürlich von den Daten ab. Aber schlussendlich, hier ist der Index, zwischendrin sind wir in einer Range, schön für Trading-Ambitionen, immer hier oben theoretisch den Short suchen, so wie ich das jetzt beim Aussie versucht habe, reinzukommen in den Short Trade. Hier unten theoretisch die absolute Long Chance, wenn der Index jetzt nochmal durchgereicht würde, dann wäre hier sicherlich ein schönes Support Level, wo man sagen kann, hey, wenn der sich hier so ein Stück weit stabilisiert, warum nicht zumindest eine kurzfristige Spekulation in Richtung des oberen Widerstandslevels und wenn der Ausbruch gelingt, hey, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Golden Cross, wie gesagt, stützt das Ganze noch, hat dann im Rahmen dessen tatsächlich auch, wir reden jetzt hier nicht über kurzfristigen Handel, sondern eben über mittelfristige Sicht einen positiven Bias. Tatsache ist aber, der Index sollte dieses Niveau 4052 verteidigen. Wenn das nämlich nicht gelingt, dann gehen wir direkt auf die Alternative, Leute. Und da würde ich jetzt auch den EMA 200 mal so ein Stück weit auch als Trigger nehmen. Das ist die grüne Linie. Denn kleine Spikes darf es immer geben, aber wenn wir, sagen wir mal, 4025 unterschreiten, weil der EMA läuft auch leicht seitwärts aufwärts, wenn wir hier per Tagesschluss runtergehen, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir die 3,9 nochmal nach unten aufbrechen und hier in diese früheren Unterstützungszonen eintauchen und dann hat der Index einfach auch ein Stück weit Spielraum. Darf man nicht außer Acht lassen, ist auf jeden Fall eine, ja, ich sag mal, Alternation, eine Alternative, wo man dann hier entweder mit einem Stopp seine Longs rausschmeißt, unter Umständen aber Shorts auch aufbaut, um abzuhatchen oder dann spekulativ nur auf den Short setzt. Auf jeden Fall eine sehr schöne Short-Situation. Bernd, jetzt habe ich schon gute 30, 35 Minuten gequatscht. Magst du den Bildschirm haben und uns mal ein bisschen in Sachen Aktien abholen oder gibst du mir noch ein bisschen Zeit? Wie ist es bei dir? Ja, wie du magst. Ich meine, du bist gerade so im Redefluss. Ich finde das wunderschön. Vielleicht hast du noch ganz kurz Gold und dann steige ich ein. Aber nur 5 Minuten Gold. Gold mache ich gern morgen. Ich wollte euch noch eine meiner liebsten Aktien zeigen. Dahingehend, dass ich... Amgen, nein, ich zeige euch Rio Tinto. Oh ja. Oh ja. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja, wie gesagt, ein passionierter Rohstofffan, hätte ich fast gesagt. Ich bin ja, wie gesagt, Rohstoff engagiert und Edelmetall-Fan und Gold war ja gerade aus dem Mund von Bernd zu hören. Gold, Leute, will ich... Ja, also mega spannend. Wir haben erst letzte Woche neues Allzeithoch gesehen, aber Gold heben wir uns mal für das Devisenradar morgen auf. Heute beim Cluster-Webinar auch hier wieder Cluster-Thematik spannend. Rio Tinto, mega Unternehmen, krasse Dividende. Bewegen wir uns bei rund 8% Dividendenrendite. Die haben aber die Dividendenausschüttung gekürzt. Wir sehen auch hier ein Stück weit in ernüchternden Chart. Das ist übrigens das Big Picture. Wir sind jetzt hier im Monatschart unterwegs, also eine Kerze, einen Monat. Das ist auch Pound, also in Pfund der Chart. Da ist die höchste Liquidität. Rio Tinto selber ja ein britisch-australisches, sage ich mal, Rohstoffunternehmen im weitesten Sinne. Also die bauen eigentlich alles ab, was geht. Und das eben global. Da gibt es auch noch Cameco und andere Riesenunternehmen, die da aktiv sind. Und Rio Tinto, wie gesagt, muss man auch hier interpretieren durch die Krise. Ja, also hat natürlich jetzt nicht so einen Riesenhype seit der Corona-Krise nach oben gemacht, wie manche andere Tech-Aktien. Aber die Korrektur, die wir dann gesehen haben seit 2021, 2022, hat die Rio Tinto-Aktie auf hohem Niveau seitwärts auskonsolidiert. Und wir sind hier in diesem, ich sag mal, Aufwärtstrend.
seit, und das kommt hier aus 2015, also 16, wenn man es genau nimmt, hier diese Aufwärtstrendlinie, lässt sich dieser Aufwärtstrendkanal zeichnen. Und da sind wir jetzt hier, Thema wie immer, Cluster, an dieser Trendlinie, die haben wir so ein Stück weit schon fast geküsst. Wenn man jetzt auf Tagesschartbasis geht, kann man die Trendlinie noch adjustieren und tatsächlich ranleveln. Mir ist aber nur an der Stelle eben wichtig, euch einfach mal zu zeigen, hey, die Rio Tinto, und hier bin ich ein Stück weit befangen, weil investiert, tatsächlich habe ich diesen Ausbruch damals hier gekauft. Ich habe die Rio Tinto lange geschaut. Also es ist nicht so, dass ich hier irgendwo 2015, 16 eingestiegen bin, sondern ich habe diese Konsolidierung mir hier beobachtet. Und damals gab es hier im, wann war das? Ja, genau, im Herbst letzten Jahres eben hier diese Schwächephase, den Touch in Richtung dieses Unterstützungslevel. Ich sag mal, über 44 Pfund ist die Aktie stark, bleibt sie stark. Und hier habe ich dann Aufmerksamkeit geschürt und bin in diese Momentumskerze reingehuscht, ein Stück weit Gewinne mitgenommen auf der Oberseite und habe jetzt unlängst tatsächlich auch hier diese Rücksetzerphase genutzt, um nochmal, ein paar Scheinchen des Wertpapiers aufzuladen, weil das ist auch ein Long-Term-Play, hat jetzt nichts mit Trading zu tun, einfach Big Picture, wo ich sage, die Aktie dürfte gerade Rohstoffe, da kann man von Technologie Lobeslieder singen, wie man will. Jedes Handy oder überhaupt jedes physische Produkt besteht aus Rohstoffen und insofern bleiben die Rohstoffe ein Thema. Und die Aktie sieht meines Erachtens eben tatsächlich technisch interessant aus, weil Trendlinie, weil hier dieser Unterstützungsbereich, das ist natürlich ein paar Monate her, aber schon verteidigt wurde. Und jetzt geht es eben um die Wurst, sage ich mal. Denn wenn wir ein neues Tief machen unter dem aktuellen Monatstief, das liegt hier auf Fundbasis gesehen bei 48,56, dann wäre es tatsächlich so, dass wir hier in Richtung 44 nochmal abdriften könnten, ist aber nicht mein präferiertes Szenario, obgleich ich wahrscheinlich hier nochmal zuschlagen würde, wenn sie denn tatsächlich in diese Region kommt. Wenn sie es tut, ist aber auch die Gefahr im Rahmen des Bruchs der Trendlinie gegeben, dass die natürlich dann auch, hey, ihr seht das, richtig durchgereicht wird und das ist auch nicht, ja, sag ich mal, zu verneinen, dass das passieren kann, Leute. Die Aktie könnte auch im Nu mit Blick auf die nächsten Monate, nächstes Jahr in den Bereich 30 Pfund abrutschen. Ja, da ist natürlich dann hier an der Stelle Vorsicht geboten und auch wieder hier der Stop-Loss möglicherweise zu setzen, um dann eben zu vermeiden, dass die Aktie, ich sag's mal, im Depot schlummert mit dann 30% Kursverlust unter Umständen, wenn man jetzt sozusagen hier seinen Einstieg knapp an diesem Punkt sucht und es dann neue Tiefs gibt oder wenn man wie ich dann praktisch hier oben irgendwo schon eingestiegen ist, dann würde man bei -40% sitzen. Ja gut. Man muss sagen, die Dividenden, die die Aktie ausschüttet und trotz der Dividendenkürzung die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich ausschütten wird, ist die Aktie einfach ein interessantes Setup, auch vor dem Hintergrund, dass sie ein Stück weit losgelöst ist von den ganzen technologischen und finanzpolitischen Gegebenheiten, aber natürlich eine Rezession auch die Rohstoffnachfrage ausbremst, was am Ende des Tages der Aktie sicherlich auch nicht zugutekommen würde. Also es ist ein Thema, wo wir auch hier in einer spannenden Situation stecken. Sollte sie aber, wie gesagt, hier dieses Niveau verteidigen, dann ist mittel- bis langfristig, da rede ich jetzt auch über das nächste halbe Jahr bis ins Jahr 2024 hinein, unter Umständen auch nochmal eine Attacke. Und das ist ein ganz wichtiges Level. Die rund 62, 63 Pfund auf der Oberseite, da muss sie durch. Und ihr seht den Chart hier clustertechnisch, wenn man jetzt hier die Aktie sieht, sollte sie sich stabilisieren. Und was ich jetzt mag, und da gebe ich euch nochmal einen kleinen Input im Rahmen des EMAs, ja, und dann nehme ich den, haben wir den 50er hier, ich gehe jetzt mal da auf den 20er. Und da ist es so, dass wir jetzt gerade in der Seitwärtsphase, ja, ich sag mal, keine wirkliche Signalgebung haben. Aber wenn die Aktie über den EMA 20 wieder drüber schaut, einfach mal auf Monatsbasis den EMA 20 betrachten. Wir können auch in dem Sinne mal den SMA nehmen, den habe ich früher mal genommen. Aber auch der 50er oder 500er ist ja viel zu viel, 50er. Ist ein interessantes Vehikel für langfristige Investitionen. Stabilisiert sich die Aktie in diesem Bereich, und das hat sie eben hier zuletzt 22 gemacht, sollte sie jetzt wieder tun, dann sieht es gut aus faktisch, und das kann man mit dem EMA 20 wie 50er ableiten. Wenn sie hier aber die 44 aufreißt nach unten per Monatsschluss, dann sind wir hier im Korrekturmodus, Leute, und dann wird es richtig nach unten gehen. Ich sehe gerade vom Frank, neben Cameco haben wir auch noch Glencore, auch ein Mega-Rohstoffkonzern. In der Tat habe ich Glencore auch als Chart wahrscheinlich sogar hier zugegen. Das kann ich jetzt gleich mal aufrufen und dann gebe ich den Bildschirm aber dem lieben Bernd, der schon an der Tastatur kratzt, um endlich da sozusagen seinen Senf dazuzugeben. Ja, ich glaube, Chris, wir müssen heute überziehen.
Du Fuchs. Schau ja, Glencore, ähnlich stark, Rohstoffkonzern. Wie gesagt, sind wir hier ein bisschen im Rohstoffthema, gefällt mir ganz gut, weil ich ja auch die Rohstoffaktien mag. Übrigens auch Ölaktien, unglaublich gut gelaufen. Wer den Mut hatte, zum Ölmarktcrash zuzulangen, 2020, weil da haben alle Ölkonzerne aber wirklich ihre Bilanzen vollgepackt mit irgendwelchen Schrottabschreibungen und sonst was, weil natürlich durch den Ölpreis-Crash ins Negative die Bilanzen ich sag's mal unter uns, wortwörtlich im Eimer waren. Und da wurde so viel abgeschrieben, sodass die Bilanzen und auch die Unternehmenswerte jetzt eigentlich dann eben, und das war ja keine Überraschung, mit Blick auf 2022 und auch 2023 gar nicht schlecht daherkommen. Auch wenn der Ölpreis jetzt rückläufig ist, die Ölkonzerne haben mal richtig eingesammelt. So, auf die Glencore bezogen, auch wie gesagt, interessanter Rohstoff, Big Player. Hat ja auch eine Seitwärtsphase aufgerissen, seit eben hier dann 22 und auch schön zu sehen, im Gegensatz zu den ganzen Tech-Werten und anderen, halten die sich hier auf hohem Niveau. Es ist so ein Stück weit ein Sinnbild für die Rio Tinto auch, die Glencore hier auf oberem Niveau seitwärts. Der Trendkanal wurde hier aber schon aufgebohrt und was hier aber schön zu sehen ist, ist definitiv dieses Unterstützungsband, was wir hier haben. Das ist hier die Marke von 4,72, 4,70 rund. Wichtiges Level, hier frühere Unterstützung, Pullback, nochmal Pullback und jetzt geht es eben darum, dass wir diesen kurzfristigen Abwärtstrend lösen. Das ist übrigens jetzt der Wochenchart an der Stelle, eine Kerze, eine Woche. Da haben wir hier theoretisch schon mal so einen Fehlausbruch gesehen. Ja, und da sind wir jetzt, und das ist tatsächlich kein technisch gutes Signal. Grundsätzlich hat die Aktien hier, oder die Aktie vielmehr im Aprilverlauf, Mitte April versucht rauszuziehen nach oben, hat dann aber die letzten, wir sehen es ja, die letzten zwei Wochen und auch die Vorwoche dann eben doch ihren negativen Druck erfahren. Das heißt, hier ein ganz klarer Fake-Ausbruch. Und jetzt wird wichtig sein, dass sie hier das Level von 4,70, 4,73 hält. Ja, dass wir da jetzt hin nochmal laufen, ist eigentlich eine, ich sag mal, möglicherweise spekulative Entry-Chance, um die Aktie hier auf dem Niveau nochmal einzucashen, wenn denn das Level auch hält. Also das muss hier halten. Das ist auch wieder nicht von ungefähr dieses Niveau. Die Zone von 4,70 rund muss verteidigt werden. Ansonsten, ihr seht hier diese Unterstützungszonen. Ich bin bei der Glencore übrigens nicht investiert, habe auch schon drüber nachgedacht. Wenn die Aktie jetzt sozusagen dieses Level nicht verteidigt, dann das ist, ich sage mal jetzt nicht mal nach Zahlen, aber es sieht ja wohl relativ sicher aus, dass wir dann hier in den Bereich 4,10, 3,90 absacken. Das Worst Case, jetzt kann man dann hier auf Unterstützungslevel Ebene verschiedene Niveaus nochmal auserkoren. Nur sehe ich persönlich die Aktie gar nicht bis in dieses Niveau zurückfallen. Nur was ich sehe, ist dem Markt ja völlig egal. Wenn es denn passieren sollte, haben wir auf jeden Fall einiges an Spielraum und auch verschiedene Unterstützungszonen, die die Aktie auffangen, bevor es hier wirklich dann, ich sag mal, düster werden könnte. Aktuell bullisches Gebaren gefällt mir gut, seitwärts konsolidiert auf hohem Niveau, wirkt weiter bullisch, sofern dieses Level verteidigt wird. Ich hoffe, ich konnte ja so ein Stück weit, mal schauen, das war der liebe Frank, einen Tipp geben. Wie gesagt, Rio Tinto gefällt mir da besser, weil die hat auch meines Erachtens eine höhere Dividendenrendite und ich muss sagen, die Rio Tinto sehe ich auch als Long-Term-Play, jetzt nicht unter Trading-Gesichtspunkten, sondern mehr so nicht wirklich hodeln. Wenn der Chart irgendwo unten aufreißt, bin ich da auch raus. Aber die wird von mir eigentlich immer mal wieder zugekauft, wenn sie technisch interessant ist. An der Stelle danke dafür. Und jetzt, lieber Bernd, die letzten 15, 20 Minuten, die möchte ich dir doch wirklich geben. Denn ich weiß um die Tatsache, dass wir dieses Jahr auch schon erfolgreich begonnen haben mit dem Seasonal Bull. Und das möchten wir euch doch, und den Link habe ich ja vorhin schon mal reingestellt, gern mal teilen. Wenn du soweit bist, Bernd, schiebe ich dir den Bildschirm rüber. Her damit, aber zügig. Im Übrigen gern überziehen gewünscht, nur Leute, wir müssen natürlich ein bisschen Obacht geben. Der Kamera hat schon wieder einen Termin, kurz nach 12. Insofern kann ich es nicht ewig übertreiben. Jetzt kriegt der Bernd aber erstmal seinen Bildschirm. So, kleiner Wechsel. Jetzt schauen wir mal, ob der Bernd seinen richtigen Bildschirm aktiviert, damit wir auch sehen, was er sozusagen frohlockt. Oh ja, da sehen wir den MetaTrader 5 im Rahmen des Hedge-Modus, das heißt auch CFDs handelbar. Und it's your turn, lieber Bernd. Ja, ihr seht jetzt hier den MetaTrader und das ist unser Tool vom Selection, Seasonal Bull, einer Blick mein Mikro, Seasonal Bull Selection Screener. Und da haben wir das komplette Universum der JFT-Aktien, das sind weit über 700. Und das sind jetzt keine Gurkenwährung, keine Gurkenaktien, sondern das sind alles Aktien, die
sehr liquide sind, sehr gut handelbar sind und auch in den großen Indizes gelistet sind, wie dem S&P 500, der für mich auch persönlich der wichtigste Index ist. Wie du auch schon gesagt hast, Chris, Dow Jones, zu viele, da ist mittlerweile auch viel Tech drin, Nasdaq auch, Russell zu groß. S&P ist eigentlich der wahre Index für ein großes Umfeld an Aktien. Und auf der linken Seite seht ihr jetzt hier den Screener. Und da werden anhand der Seasonal Setups werden die Signale in den Screener reingespielt. Und dann habe ich hier die Stats der letzten Jahre. Und dann kann man immer hier auf der linken Seite die ganzen Aktien, die demnächst anstehen, mit Startdatum. Und dann habe ich hier bestimmte Trefferquoten, Erwartungen nur aufgrund des Seasonal. Und da kann ich jeden Chart anklicken. Und auf der rechten Seite habe ich dann sofort das Chance-Risikoprofil dargestellt. Das aktualisiert sich dann jede Stunde, wenn der Handel läuft. Wie bei dieser Aktie, TransDigm, ein US-amerikanischer Flugzeugzulieferer, sagen wir mal so. Ja, keine Ahnung, Sitze, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kein Gurkenunternehmen. Liquid handelbar. Und diese Aktie schauen wir uns gleich nochmal im Guidance an. Da kann ich nämlich noch ein bisschen besser einzeichnen. Denn das Schöne ist bei diesem Screener, ich habe jetzt hier die Aktie, da klicke ich drauf, habe dann sofort den Chart. Und jetzt sehe ich hier unten, es folgen noch 5 weitere Setups. Und damit jetzt nicht jeden Tag hier die TransDime hier auftaucht, haben wir jetzt hier das so eingerichtet, dass man die Setups der nächsten Tage im Vorfeld schon einsehen kann. Wenn ich jetzt, also das ist das Setup von heute, zeige ich gleich im Chart. Wenn ich jetzt auf 2 klicke, da wird das CRV sogar noch besser, startet dann morgen, also am 10.05. Und alle Setups, die jetzt danach noch folgen, sind sogar noch bullischer, starten immer ein paar Tage später, aber generell alle Setups long und nicht zu knapp. Jetzt schauen wir uns die TransDime im Guidance an. Und ich hatte vorher im Vorfeld. Genau, ist im Übrigen vielleicht, wenn ich das kurz ergänzen darf, immer eine gute Option, den MetaTrader für eben statistische Tools und Auswertung zu nutzen. Aber das reine Chartzeichnen, gerade wenn man jetzt das auf Swing-Trading-Basis macht, ist jetzt hier bei Stock 3, wo wir auch unsere Kurse reinrouten, immer wieder ein Stück weit komfortabler, will ich mal sagen, weil gerade der richtige Chart, wie wir alle sind, der kann im MetaTrader gut traden mit Templates und Tools, aber wenn du eben eine Analyse und Chart-Technik machst, dann empfiehlt sich doch schon Stock 3. Deswegen wechseln wir auch mal hier mal hin und her. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja kein Daytrading. Also man muss ja nicht innerhalb von Minuten oder Sekunden den Chart parat haben. Man kann sich das alles in Ruhe anschauen, schaut sich die Charts an und es ist einfach relativ entspannt. Und ich hatte, während du so lange über deine Rio Tinto da gesprochen hast, hatte ich schon mal angefangen einzuzeichnen. Und ich mache dann im Guidance eigentlich Folgendes. Ich schaue mir den Chart an und sehe, was sehe ich da? Eine Aufwärtsbewegung, hier eine Unterstützung, die gehalten hat. Dann kam die Aufwärtsbewegung. Jetzt sind wir an den All-Time-Highs hier angelangt. Und jetzt wird es spannend. Und da ist halt der Widerstand, der wurde mal kurz angetestet. Und die Aktie hat auch, deswegen habe ich noch mal kurz die Saisonalität rausgesucht. Sehr interessant. In den nächsten, hier ist die TransDime. Aktie, das ist der Stand heute und die hat in der Tat bis Anfang Juni deutlichen Rückenwind über die letzten 10 Jahre, um dann halt über die Sommermonate weiter seitwärts zu laufen. Aber rein saisonal betrachtet hat die Aktie deutlichen Rückenwind bis Anfang Juni. Das passt genau zu diesem Setup. Und wenn ich jetzt mal schnell die Chance-Risiko-Verhältnisse eingehen. Ich nehme immer erst das Risiko. Das ist dann hier vom Start heute, wäre Start heute. Ich würde sogar das Szenario von morgen präferieren, weil das CRV noch höher ist. Aber mit dem aktuellen Stand hätten wir ein Stop-Loss von 3,27%. Das wäre ungefähr hier.
Pi mal Daumen, ich kann es jetzt hier nicht, ich zeige das jetzt nicht genau an, da haben wir die 3, so ungefähr. Da das läge unter diesem Tief, muss man jetzt mal abwarten, wie die nächsten, also wie die Eröffnung heute ist. Aber generell ist erstmal das das Risiko. Und rein statistisch ist das Risiko. Ich würde persönlich, wenn ich heute starten würde, den Stop-Loss natürlich unter dieses Tief legen. Aber es geht jetzt erstmal rein um das Setup und das zeichne ich jetzt ein, auch mit der Chance nach oben hin, denn die beträgt 10,05%. Und das wäre jetzt 10,05 ungefähr so. Kommt auf ein paar Pips, ja, der Pips sei schon, paar Cent jetzt nicht an. Oh, das wäre das aktuelle Chance-Risikoprofil, was man natürlich jetzt auch hier nochmal, ich zeige es jetzt nochmal. Nein, das ist die falsche Seite. Das ist jetzt hier, Moment, wo ist mein MetaTrader? Hier ist er. So, das ist jetzt das ungefähr das Profil, was man jetzt hier auch im Guidance gesehen hat. Und jetzt kriege ich auf den zweiten Chart und den schaue ich mir morgen nochmal an, weil den würde ich lieber morgen starten als heute, weil das CRV noch ein Tick besser ist. Und daher schiebe ich den mal wieder rüber. Aber generell kann man halt mit dem Screener sehr schöne Setups rausfiltern. Und ja, ich würde heute die Eröffnung mal US abwarten und dann mal hier schauen, ob ich den Stop-Loss dann vielleicht unter dieses Tief legen kann. Vielleicht kommt er noch ein Stück zurück, aber noch ein besseres CRV. Sehr interessante Aktie aus meiner Sicht. Auf jeden Fall, Bernd. Und was wir auch sehen, vielleicht nochmal im Thema Klassenanalyse, wenn ich reingrätschen kann, wir sehen ja hier auch ein aufsteigendes Dreieck. Ja, also ich meine, das ist jetzt in seiner Erscheinungsform jetzt nicht ganz so idealtypisch, aber statistisch sprechen die Werte, die Assets, die so ein aufsteigendes Dreieck mit sich bringen, das ist übrigens nach technischer Analyse auch so eine Fortsetzungsformation, brechen die aus. Und neben der Saisonalität, deswegen taucht ja auch die Aktie beim Seasonal Bull auf in der Statistik, weil wir genau diesen Move, den du jetzt hier schön im Seasonax auch nochmal visualisiert hast, weil genau dieses Manöver, dieser Move jetzt bevorsteht. Und das in dem Mai, wo es eigentlich heißt, sell in May, go away. Und das ist genau dieses Quintessenz, Leute. Ich glaube, in den nächsten Jahren muss man viel mehr selektieren und sich eben auch Aktien rauspicken, die gegen gewisse Fundamentals oder gegen andere Läufe robust sind. Da ist auch die Microsoft zum Ende des Jahres zu nennen im Herbst, also auch einen mega eigenen Turn, die sie da fährt, oder die Amazon im Juli oder eben auch so eine Aktie, wo ich theoretisch noch nicht mal auf dem Schirm hatte, die man sozusagen hier kredenzt bekommt, um einfach auch mal ja Chancen zu entdecken, die man, wenn man es manuell tun würde, so nicht sieht. Und die Aktie hat, wie gesagt, mit dem aufsteigenden Dreieck auch nochmal im Rahmen der Cluster-Analyse eine Chartform, die statistisch für einen bullischen Fortsetzungsmove spricht. Ne? Absolut. Also in der Aktie ist, also wenn ich das jetzt so sehe, also klar, Dreieck, aber da ist Dampf dahinter. Und mit der Saisonalität haben wir schon wieder einen Parameter mehr, die dafür spricht, dass die Aktie nach oben ausbricht. Ja klar, und dann gibt es halt Aktien, auch wenn die Indizes nach unten, ich will nicht sagen rauschen, aber nach unten gehen tendenziell, können solche Aktien einfach durchziehen. Und rein saisonal, ja, die Trefferquote ist gut, 75, über 75%. Das ganze Setup läuft über 20 Handelstage wohlgemerkt. Das ist schon bis, wie gesagt, in Juni hinein. Also tendenziell mit dem Ausbruch über dieses Hoch wäre die Aktie definitiv ein Kauf. Ich warte nochmal die US-Eröffnung ab und eventuell nehme ich das Setup von morgen. Aber die dürfte mit einem CRV von weit über 3 dann ins Portfolio kommen. Spannender Wert und in jedem Fall auch gerechtfertigt. Die Indizes ja, scheinen ja ein bisschen ja, schwächer reinzukommen. Ja, aber leicht schwächer. Im Prinzip ist das ja nur eine, wie sagt man, nur eine Wiedergutmachung dieses Setups oder eine Verbesserung des CRVs, wenn es denn so ist. Aber fahren wir mal fort. Was hast du da noch Feines? Ich habe noch die, ja, jetzt kommt's. Die kennt auch wahrscheinlich keiner, aber auch eine Aktie, die im S&P 500 gelistet ist. Das ist die Alta Beauty für alle Damen hier an Bord, die noch im Webinar sind. Ja, gut. Wie der Name schon sagt, Kosmetikhersteller. Schönes CRV von 3,32.
15 Jahre, Trefferquote sehr hoch mit 86 oder fast 87%, läuft allerdings auch 22 Tage, aber schönes CRV. Und wenn man sich hier jetzt den Chart anschaut, auch hier gibt es nochmal drei Setups, also ein, das ist das von heute, das liegt ein bisschen weiter weg, aber auch bullisch. Und dann haben wir hier noch, das liegt noch weiter weg, aber auch bullisch. Also keine in Anführungsstrichen Gegenwehr. Und auch hier kann ich jetzt mal kurz in den Chart reingehen. Und da, die Aktie. Ich gehe mal kurz in den großen Chart. Langfristiger Aufwärtstrend. Eindeutig. Und jetzt gab es hier im Anfang Februar, im März nochmal. Und jetzt hier im Anfang Mai nochmal die Highs getestet, also die All-Time-Highs. Also die Aktie ist wirklich auf All-Time-High. Und jetzt kommt jetzt hier der Rücksetzer, ein starker Rücksetzer aus meiner Sicht. Und jetzt ist hier das nächste Unterstützungsniveau rund um die 503, 502 US-Dollar. Und auch hier kann ich jetzt mal schnell mal kurz schauen, das Setup läuft vom, ja, die startet leider erst am 12.05., also nächste Woche. So, ja, das ist diesen Freitag, lieber Bernd. Ja, 12. diesen Freitag, ja, das ist auch mal so ein Punkt, wo man sagt, starte ich am Freitagabend oder muss ich am Freitag unbedingt noch einsteigen oder kann ich bis Montag warten? Ja, aber was ich ja mega spannend finde, unabhängig dessen, Bernd, Setup ist ja Setup saisonal, aber pass auf, wir haben hier eine Aktie nahe Allzeithoch, während der S&P in die Knie gegangen ist, während sämtliche andere Werte irgendwo herumkräuchen, hast du hier einen Wert, der einfach mal auf Allzeithoch notiert. Das sind doch, wie sagt man, Aktien mit relativer Stärke, Leute. Gerade in solchen Schwächephasen sind es Titel, die man nehmen kann und auch im Rahmen eben der Filterung einfach identifiziert. Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre jetzt hier nicht auf eine Beauty-Aktie gekommen, wobei natürlich die, wie heißt die? Chris, du hast doch so viele Frauen, dass du immer mit Beauty beschäftigt bist, oder? Ja, L'Oreal und Co. lässt grüßen, haben wir erst versenkt, sozusagen. L'Oreal haben wir sehr erfolgreich versenkt, kann ich gleich nochmal kurz zeigen. Aber ich gebe dir recht, in dem Fall aber hier, es geht ja nur darum, das ist ja der Edge, wo du hast, du siehst einfach auch starke Aktien, wo jetzt einfach auch ein saisonales Setup ins Bild passt und charttechnisch wie jetzt die andere Aktie mit dem aufsteigenden Dreieck. Im Rahmen der Clusterbewegung hast du hier ein Support-Level, eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau und jetzt eben einfach eine interessante Ausgangslage. Finde ich sehr spannend, Bernd. Insofern, ich will dich gar nicht unterbrechen, wir sind nämlich eh schon gleich bei 12. Fahre fort mit deinem Gesang. Mit meinem Gesang? Nee. Das ist jetzt das CRV, was jetzt am Freitag starten würde. Ideal wäre es natürlich. Und das ist das Schöne an dem, ich zeige dir nochmal jetzt, das ist das Schöne an dem Screener hier. Dieses CRV kann ich jetzt ganz entspannt beobachten bis zum 12.05., also bis zum Freitag. Und dann schaue ich mir das genau an, wo der jetzt hier dann im Chart, wenn der jetzt noch ein Stück runterkommt und diese Unterstützung hier in diesem Chart jetzt im MetaTrader anläuft, dann wird das CRV ja rein theoretisch noch besser, weil es folgen noch mehr Setups nach oben und das kann ich mir jetzt ganz entspannt anschauen. Ich schaue mir den MetaTrader an mit dem Selection Screener, schaue mir den Chart an, gehe dann ganz entspannt heute schon mal kurz rein, zeichne mir das ein und sage, okay, das ist das CRV und es folgen noch weitere nach oben. Jetzt warte ich ganz entspannt bis Freitag und wenn er hier hinläuft an diese Zone, ist doch super, dann kann ich den Stop-Loss noch viel ein Stück tiefer setzen, hier unten unter diese Tiefs hier. Und dann habe ich einen Mega-CRV. Und auch hier habe ich jetzt hier mal für alle Beauty-Fans die Saisonalität rausgesucht. Die Aktie ist relativ frisch, deswegen gibt es nur 5 Jahre. Aber scheint ein aufstrebender Wert zu sein. Und auch hier aktueller Stand, nochmal vielleicht ein bisschen seitwärts, würde zum Chart perfekt passen. Also hier nochmal ein Stück runter. Um dann aber ja, im Mai deutlich anzuziehen. Also jetzt dann bis Ende Mai. Ja, auch hier schöner Chart, finde ich.
Absolut vortrefflich. Wie gesagt, das ist genau die Selektion. Und wenn man, ich sag mal, ich habe mir ein neuliches Motto angeheftet. Und zwar, was war das jetzt? Das kam mir so beim Radfahren in den Sinn. Ne? Irgendwie, wenn Börse mehr als Altersvorsorge ist, jetzt habe ich es. Ne? Das ist genau der Punkt. Ich meine, klar, Aktien hodeln, ETFs kaufen, langfristig sparen, Fonds, Ding und Dong. Man geht mit dem Markt, man outperformt ihn. Wenn es gut läuft, hat man vielleicht 8-9%. Wenn es schlecht läuft, 5-6%. Man schlägt die Inflation, alles fein. Wenn man aber aktiver vorgeht, und hier geht es nicht um Daytrading in dem Fall, sondern tatsächlich Swings, und man muss da aber nicht 2 Stunden vorm Chart pro Tag sitzen, sondern einfach ein Stück weit selektiv die Perlen rauspicken und dann eben selektiv vorgehen. Und wie man hier einsetzt, auch wie man den Trade managt, das ist natürlich dann im weiteren Sinne immer eine Sache des Händlers, des Akteurs, aber ich will sagen, der Aktionismus ist sicherlich in den nächsten Jahren von Vorteil, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Märkte nochmal eine 10-Jahres-Rallye hinlegen, wie eben in den letzten 10 Jahren, und hier wird Selektion Trumpf sein. Und wenn man da einfach ein Stück weit über den Tellerrand schaut und eben auch Perlen identifiziert, nicht im manuellen Scrollen, sondern eben durch, ja, ich sag mal, Filterung von Systemen, und da ist die Saisonalität einfach mal ein ganz, ganz feines Vehikel, der sollte hier auf jeden Fall mal in die Welt des Seasonals eintauchen. Und Bernd, schön gezeichnet. Wie gesagt, wann man jetzt hier reingeht, man kann auch jetzt mit Erbsen zählen. Grundsätzlich hat das einfach ein interessantes Chart gebaren, diese Aktie und auch deine vorherige Beauty Case Aktie, muss man einfach sagen, bleibt spannend, ist spannend. Ich sage auf jeden Fall danke für dein Engagement, Bernd, und ich habe dir ein bisschen die Zeit geraubt zu Beginn. Ja, aber ich denke auch, ja, die Indizes sind ja im Fokus der Anleger ja immer ganz beliebt. Aber wie du auch schon gesagt hast, Selektivität, also man muss auch wirklich mal ein paar Aktien rausfischen, die, und diese Aktie, TransDigm, also den Trade werde ich definitiv machen, auch wenn die Indizes vielleicht jetzt in den nächsten Monaten, Wochen schwächer sind, den Trade, der wird sehr, sehr wahrscheinlich ins Portfolio kommen. Da will ich auch noch angrenzen. Ich meine, wir haben ja von S&P und DAX auch gesehen. Ich sag mal, wenn die jetzt nicht die Hochs rausnehmen, dann glaube ich, im schlimmsten Fall laufen sie seitwärts. Und dann hast du aber hier eine Aktie, die grundsätzlich ja mit einer relativen Stärke kommt. Und das ist einfach was, wo selbst in einem Seitwärtsmarkt wird die Aktie wahrscheinlich auch wegen dem saisonalen Vorteil eher dazu neigen zu steigen. Ja, wir reden ja noch nicht mal von einem großen Korrekturmarkt, aber das sieht doch mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Warten wir einfach mal ab. Wir wissen alle nicht, was passiert. Sind auch niemals Handelsaufforderungen, wie eingangs gesagt. Jeder handelt auf eigenes Risiko, muss sein Portfolio mischen, muss wissen, wo er seine Stops setzt und wie er vorgeht. Aber es geht einfach nur darum, Anregungen zu liefern, wie man vorgehen kann, was man tun kann. Und ich sage mal, Bernd, toll gemacht, schöne Werte identifiziert, uns sozusagen auch vorgestellt und mit meiner Indexbeschau zu beginnen und den Austral-Dollar, US-Dollar Short, da nochmal das Devisenradar anschauen, Leute, das ist doch ein Leckerli vielleicht. Der sollte dann eben heute auch gut bedient sein, und ich sage mir jetzt nicht, dass, wie ich es auf YouTube immer gerne sage, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, an der Stelle vielmehr nächste Woche nochmal einschalten, wenn wir nächste Woche, jetzt muss ich überlegen, was haben wir da auf der Agenda? Na, da haben wir jetzt noch gar nichts. Die Woche drauf ist das Forex-Bull-Webinar. Sei es drum, schaltet auf unseren Webinaren ein. Seid nächsten Monat gern dabei. Da gibt es dann nochmal Updates zu dem Cluster-Settings, die wir denn hier so haben. Und Bernd, ich bedanke mich ganz lieb, nett und fröhlich bei dir und wünsche dir noch eine schöne Mittagspause. Ich muss jetzt gleich in den nächsten Call huschen, würde deswegen den Saft so langsam abdrehen und bedanke mich bei allen Teilnehmern für die Aufmerksamkeit und bei dir, Bernd. Auf Familie von meiner Seite vielen Dank und Grüße in die Runde und Servus, ciao. Ciao, Kowski et al. Bye bye. JFT, just fair and direct.